So, warte mal, sind wir jetzt dran? Geh mal dahin, wo du hingehörst, zweimal zum Müll, bitte. Hallo, ihr süßen Puppies, ich bin's, eure Jurassica Parker, mal wieder live aus Berlin. Und ich habe heute meine Tochter Jacqueline Oweinhaus mit bei. Mhm. Und wo gehen wir hin, Weihnachten? Auf den Weihnachtsmarkt, weil Tradition, ne, Deluxe. Macht beliebt auch. Und das. Und wir haben uns gedacht, einfach weil ihr die Weihnachtsmarktdrehs immer so gut findet, eigentlich noch besser als wir selber, geben wir euch heute dieses Jahr wieder die Möglichkeit, uns einfach im Internet so richtig... Es wird festlich. Den queeren Weihnachtsmarkt am Neuendorfplatz. Christmas Avenue. Zum ersten Mal jetzt hier in Berlin 2019. Und da gucken wir mal, wie so also die Homos Weihnachtsmärkte machen. Oh. Sehr niedrig hier. Ja, ich hab da... Kannst du mir nicht einhalten, ne? Da können wir auch auf dem Klo Weihnachtsmarkt stehen. Da kannst du wenigstens auf der Toilette sitzen bleiben. Das ist sehr süß. Du süß bist. Ja, ich bin wahnsinnig süß gestaltet. So, wir sind jetzt aus der U-Bahn raus und sind jetzt am Neulendorfplatz. War das kurze Funfact zum Neulendorfplatz. Ja, einer der ältesten U-Bahnhöfe Berlins liegt nämlich an der Berliner Stammlinie, was jetzt U1 und U2 ist, war früher die einzige Linie, die es in Berlin gab. Die führte von Berlin ins damals eigenständige Charlottenburg. Genau. Und der Neulendorfplatz ist einer der letzten. Achtung, kleine Menschen. Das muss jetzt zensiert sein. Ja, stimmt. Auf jeden Fall war der U-Bahnhof Neulendorfplatz der letzte U-Bahnhof tatsächlich in Berlin. Deswegen auch gut. Gut, danke Weinhaus für diese umfassenden Informationen. Nein, danke. Penis. Hallo Parker. Gut. Na, Puppe? Ja, süße Maus. Tag. Ist es Kate Moslem? Ja, ich kenne die. Na, fünf Zuschauer. Ist Kate Moslem? Kate Moslem hat einen der lustigsten Instagram-Namen der Welt, nämlich Kate Moslem. Und die fotografiert sich immer nackt in Socken. In ihrer mit Grünpflanzen ausstaffierten Wohnung. Ja. Bitte Teppich mit auf. Was macht das für eine? Wir drehen. Also, Barane, was machst du? Ich gehe jetzt bumsen. Ach du was, du gehst bumsen? Mit wem denn? Erzähl mir alles. Ein Foto. Vom Penis auch? Oder von der Puperze? Zeig mal. Jetzt mach halt mal. Warum denn nicht? Blenden das Gesicht aus. Wie, du gehst halt bumsen. Nicht so. Du musst jetzt alles erzählen. Geh mal, sag mal. Mit einem oder mehreren? Das wird mit sich einem noch Mädchen sogar vielleicht. Das wird sich noch herausstellen. Das ist die schwule Welt, liebe Damen, Herren und Mischgeschlechterinnen. Ich habe die Puperze sauber gemacht, das heißt, der ist vorbereitet. Und jetzt guckt mal hier. Und da ist die Christmas-Erinnerung. Sieht man das? Oh, liebe Kate Moslem, ganz viel Spaß mit deinem Sexdate. Ja. Und always play safe and do prep and everything, you know? Yeah. Bye. Hallo? Na, noch nicht. Ach so. Hallo, ihr süßen Puppis, ich bin's mal wieder, euer Jurassica Parker, live aus Berlin. Und ich bin heute am Neulendorfplatz zur Christmas Avenue mit meiner Tochter Jacqueline O. Weinhaus. Was erwartest du heute von diesem Abend? Womit überraschst du mich? Ich überrasche dich mit besonders festlichen Situationen auf dem festlichsten queeren Weihnachtsfestival der Berliner Innenstadt. Und ich habe heute extra wieder meine Weihnachtsmarktrote Jacke angezogen, die du so scheiße findest. Die ist wahnsinnig beschissen. Wahnsinnig hässlich. Aber ich wurde schon auf YouTube darauf hingewiesen, dass ich die wieder anziehen muss. Innen. Das ist ein ausgerollter Enddarm. Ja, genau. Ja. Guck mal, ist das süß gestaltet? Wenn man mal mit dem Handy kein 5G hat, stellt man sich hier ran mit Kontakt und dann ist Empfang. Besser. Warte mal, hier darf man keine Burger essen. Die nervt mich heute. Alter, ist die anstrengend. Guten Tag, hallo. Guck mal, da steht's. Ach, nicht Jackie O, Jackie Zahnfrost. Weil das ist meine Tochter und die heißt Jackie O Weinhaus. Und das ist Jackie Zahnfrost. Also, ja, Weinhaus. Wer bist du denn überhaupt? Erstmal, sag mal. Ich bin Jackie, ich bin ja, stimmt. Selbsterklärend. Guten Tag. Grüß dich. Was hast du hier? Also ich habe alles, was du hier findest, ist aus Hand. Na, das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Ja, natürlich. Ich habe hier vegane Proteinriegel. Mm. Die kannst du hier probieren. Mm. Jetzt erstmal kurz dein Kaugummi ausspucken. Warte mal. Ich gebe dir mal einen Baum. Warte mal. So. Das ist Brain Food, das ist Gehirnnahrung. Brauche ich nicht, ich bin klug genug. Ist aber sehr. Schokoladisch. Nee, das ist überhaupt nicht schokoladisch. Das ist mit Honig.
Die, wo gibt's den besten Glühwein? Wir wollen noch einen Glühwein trinken. Den besten Glühwein gibt's bei mir. Na, dann komm, dann sag mal, was gibt's denn noch bei dir alles? Wenn du eine Sekunde wartest, ich möchte mal kurz zu Ende reden. Ja, ja. Hanfglühwein, sag ich. Hanfglühwein. Na, was dachtest du denn? Das ist veganer Hanfschokolade. Das ist wirklich schokoladig, ja. 3,50. Dann nehme ich eine. Einen Thermomix hat sie da auch stehen, guck mal. Ja, damit mache ich den Glühwein. Damit machst du den Glühwein. Jetzt kriegst du Glas. Wollen wir einen Hanfglühwein? Da würde ich jetzt sogar einen trinken. Gerne, ja. Sehr gerne. Also da ich offiziell nichts verkaufen darf an Getränken, aber ich darf verkosten lassen, habe ich hier ein Schweinchen. Verstehe. Dann werde ich das jetzt natürlich nicht... Dann kann ich was in Schwein stopfen. Und dieses Schweinchen freut sich über 2 Euro für den Glühwein. Und dann können wir sehr ausgefuchst, meine Liebe. Dass diese Tässchen mit dem Henkel sind sehr schwierig zu fassen. Ach, du fährst es einfach ohne den Henkel. Warte mal ganz kurz. Dann kann man nämlich auch annehmen, dass es eigentlich ein sehr dicker Schmetterling ist. Komm doch mal einfach hier auch bitte in die Kamera rein. Also es ist ein sehr dicker Schmetterling, der Becher. Also dein Ding-Düngchen. Cheers. Hanfglühwein. Ist sehr heiß. Schmeckt wie normaler Glühwein. Schmeckt wie normaler Glühwein, nur glühweiniger. Guten Morgen, die Eisstöcker da sind. Ist furchtbar schon wieder mit dir. So, jetzt zeig, was du zeigen willst. Also, wenn wir mal in den Autounfall verwickelt sind, dann können wir die Opfer des Autounfalls einfach mit einem Stück von der Hütte einwickeln. Und was macht man mit den Kugeln von dem Weihnachtskranz? Kann man zu einer Nahkette zusammenstöpseln. Das habe ich mir auch schon gedacht, liebe Zuschauerinnen und Zuschauerinnen. Das ist übrigens die Eisstockschießbahn. Die ist aber ohne Eis. Davon habe ich schon gehört. Oder ist die rutschig? Nee. Nein. Soll ich mal mit dem Arsch probieren? Ja, bitte gerne. Wie das Hunde immer so machen, wenn die Puperze juckt. Ne? Das ist echt nicht glatt, Joris. Ist nicht glatt? Nee, krass. Ja, hallo. Guten Tag. Müssen wir erstmal draufspucken. Guten Abend. Na, Tag. Oh, hast du kalte Öhrchen. Meine Güte. So, ich muss weiter Glühwein trinken. Keine Ahnung, wer das ist. Tschüss! Der Vorteil ist, keine Ahnung. Okay, gut, ich weiß. Aber der Vorteil ist, dass wir sehr breite Absätze angezogen haben, weil der Boden besteht aus gefällten, zerschnittenen Bäumen. Das stimmt. Das ist, aber vegan ist es auf jeden Fall. Oder meinst du, es sind Hackfleisch? Nee. Speckschwarten. Also wenn Speckschwarten wären oder Hackfleisch, könnte man jetzt auch Buletten formen auf dem Arm, nicht? Aber es wäre doch toll, wenn so ein Weihnachtsmarkt, der ganze Boden wäre voll mit Schweinefleisch. Das ist Schweinefleisch. Sharing is caring.